Heute bei Spotnet News geht es wieder um Mega Upload, das ja, wie wir bereits berichteten, geschlossen wurde und die Betreiber davon festgenommen wurden, wie zum Beispiel Kim Schmitz. Seit kurzem haben sich auch die einige andere File-Hosting-Dienste geschlossen oder sehr dezimiert. Zum Beispiel Filesonic bietet jetzt nur noch einen Download von eigens hochgeladenen Daten an oder zum Beispiel dem anderen bekannten Filesurf, welches auch sehr stark eingeschränkt nutzbar ist. Was dazu kam, ist, dass jetzt Anonymous-Sympathisanten ihren eigenen File-Sharing-Dienst online gestellt haben, ein Anony-Upload, und mit dem wollen sie dagegen vorgehen, dass eben genau solche Sachen unterbunden werden oder geschlossen werden. Auf der Seite kann man ja auch ganz klar sehen, dass sie darauf zurückweisen, auf Kim Schmitz, der ja auch als .com, Mr. .com genannt wird, und damit ganz klar sagen, dass sie sich dagegen wehren möchten. Nach der Verhaftung von Kim Schmitz wurden noch mehr Details aus seinem Leben bekannt. Offenbar war Kim Schmitz auch ein ambitionierter Ego-Shooter-Spieler und spielte das Game Modern Warfare 3 hervorragend scheinbar. Als Videobeweis wurde auf YouTube ein Video bekannt, wo er sich selbst zeigt, wie er seinen 150.000. Kill in dem Game schafft. Es wird sich zeigen, ob die anderen Filehoster weiter überleben werden oder ob sie auch geschlossen werden müssen. Filehosting ist ja in gewisser Weise kein gesetzeswidriges Delikt. Sogar Microsoft bietet mit seinem SkyDrive einen Dienst an, der in diese Richtung geht. Es kommt immer darauf an, wie man diese Plattform verwendet oder um diese urheberrechtlichen Daten zu schützen und wie man diese dem Kunden bereitstellt.